Mein Name ist Nathalie Senf und ich war 17 Jahre lang Opernsängerin, unter anderem an diesem Theater hier in Zwickau. Hier habe ich aber nicht nur gesungen, sondern ich habe auch den Lokalverband der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger gegründet und geleitet, war im Betriebsrat, Ensemblesprecherin, Beisitzerin beim Bühnenschiedsgericht und ich habe sogar für das Präsidentschaftsamt dieser Gewerkschaft kandidiert. Leider ist daraus nichts geworden, aber das macht nichts, denn in Zwickau habe ich meine zweite Heimat gefunden. Leider ist 2011 dann aber das hier passiert. Der NSU hat sich selbst enttarnt und das hat mir schlagartig die Augen geöffnet. Rechts von der AfD gibt es hier unglaublich viel und das gefällt mir nicht. Ich lebe gerne in einer Demokratie. Ich möchte weiterhin in einer Demokratie leben, denn es ist die einzige Staatsform, die Kunstfreiheit garantiert. Und deshalb habe ich mich demokratiestärkend eingesetzt, indem ich PolitikerInnen und KünstlerInnen an einen Tisch gebracht habe oder indem ich bei Zwickau zeigt Herz mich künstlerisch eingebracht habe oder indem ich eine Plakataktion mitorganisiert habe. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich habe den Beruf gewechselt. Jetzt bin ich in der politischen Bildung tätig. Am Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge darf ich den Ort der Demokratie leiten. Für mich ist der nächste logische Schritt in die Berufspolitik. Und hier starte ich ganz bewusst aus dem Erzgebirge heraus. Als Mitglied im Kreisverband Zwickau werde ich im Erzgebirge direkt kandidieren. Und das tue ich, um die gewachsenen innerparteilichen Strukturen in der Region Südwestsachsen zu stärken und zu fördern. Was die Kreisverbände hier aufgebaut haben, stärkt uns als eine Partei für den ländlichen Raum. Und das ist mir wichtig, denn wir werden immer noch als Großstadtpartei wahrgenommen, obwohl unsere Themen die brennenden Themen in den ländlichen Räumen sind. Sei es Verkehr, Energie, gesundheitliche Versorgung, Bildung, echte Beteiligung, Land- und Forstwirtschaft oder Infrastruktur, nur um die wichtigsten zu nennen. Aber mein großes Herzensthema ist die Demokratiestärkung. Und da sind mir besonders Gleichstellung, Beteiligung und politische Bildung wichtig. Gleichstellung deshalb, weil wir nur dann gute Politik für alle Menschen in diesem Land machen können, wenn wir auch alle Perspektiven in die politischen Gremien bringen. Beteiligung deshalb, weil Kommunen und Gemeinden hier einen großen Schatz heben können, wenn sie sich trauen. Und politische Bildung, weil ohne sie die Demokratie leidet. Wir brauchen auf dem Land eine andere Strategie für politische Bildung als in der Stadt. Und wir Grüne haben das schon verstanden. Wir haben etwas begonnen, das unbedingt weitergeführt werden muss. Zum Beispiel das Förderprogramm Orte der Demokratie, das Initiativen in kleineren Städten und auf dem Land unterstützt, neue Wege in die politische Bildung zu finden. Und damit das weitergeht, müssen wir in Regierungsbeteiligung. Ich möchte das unterstützen. Ich möchte mich zur Verfügung stellen mit meiner Energie, meiner Tatkraft und meinen Kompetenzen. Und ich bitte euch um eure Unterstützung auf meinem Weg in den Sächsischen Landtag 2024. Wir sehen uns. Eure Nathalie.